Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 15.04.2021. Und der dicke Teddy hier scheint aufgewacht zu sein. Zum Mittwoch hat sich unser DAX zumindest mal auf der anderen Seite wieder ein bisschen gezeigt. Oben kleinen Fehlausbruch, eigentlich prima. Also wenn man sich die gestrige Analyse nochmal durchliest, Chapeau. das hat er gut gemacht. Exakt wie wir es eigentlich schon geahnt haben, einmal kurz drüber geguckt, den Fehlausbruch eben gemacht, weil ja die letzten Ausbrüche eben auch nicht geklappt haben. Keine grüne Stundenkerze und hat er sonst nicht deutlich schwer gemacht, das zu erkennen, dass das ein Fehlausbruch wird. Hat auch gleich direkt deutlicher nach unten die 270 zerschlagen. Also da sollten nicht zu viele zu starke Long-Motivation bekommen haben, wobei der eine oder andere wahrscheinlich aus Reflex einfach dagegen gewuchtet hat. Na, Ölwachs-Sentiment war so in dem Niveau hier fast auf 60, plus 60, das ist schon erhöht gewesen, deutlich erhöht gewesen, also haben offenbar doch relativ viele dann Long gegen gewuchtet und das spiegelt ja auch genau das, was ich die ganzen Tage jetzt immer wieder erzählt habe, dass man hier langsam aufpassen muss. Ihr kennt das jetzt auswendig, ich habe das jetzt hier jeden Tag erzählt, die letzten ein paar Tage auf jeden Fall, zumindest eigentlich schon in der letzten Woche haben wir damit angefangen. Insbesondere jetzt aber zum Montag betont, dass die Leute jetzt einfach reif sind, dass der Markt auch ein bisschen nach unten gehen kann. Jetzt fängt er an, hier das Tor aufzumachen und damit muss er weitermachen. Er muss eigentlich auch gar nicht so viel machen, er muss eigentlich bloß noch in diesem Mittwochstief weiterarbeiten. Dann geht der Rest wahrscheinlich schon relativ einfach. Das heißt, alles, was unter 1,80 ist, das geht hier erstmal Richtung 1,15, 100. Ja, und unter 1,15, 100 wäre dann die 15,30, 15.000, die nächste, 15,30, 15.000. Und hier so in dem Bereich um 14,69, nimmt das nicht auf den letzten Punkt, genau, das ist ja eine schöne Range gewesen, da hat er sich eine ganze Weile zu abgemüht, über zwei Tage drin rumgelümmelt. In sowas läuft er ganz gerne dann einfach rein und bleibt auch kurz stecken oder dreht gar nach oben. Und wenn er nach oben dreht, dann läuft er von unten durchaus auch nochmal sowas wie eine 15,150 bis 15,170 an. Halt. Das wird von unten eine schöne Rücklaufmarke, an der man dann aber auch einen Abwärtstrend schön identifizieren kann. Wenn der Markt nämlich von unten dann sich aus dem Bereich hier wieder zurückdreht, dann kriegt er einen schönen Drall rein und kann sich auch einen Abwärtstrend bilden. Das zumindest jetzt hier erstmal meine Erwartungshaltung. Man sollte jetzt auf jeden Fall diesen Channel ranlegen. Davon haben wir gestern gesprochen. Ich habe sogar genau dieses Szenario besprochen, dass da noch ein Hoch kommen kann, dass wir eben deswegen noch keinen Channel ziehen. Na, dass wir den jetzt quasi hier einfach mal reinmachen, um die Flagge hier so ein bisschen einordnen zu können. Und da sieht man dann auch hier unten den Bereich, wie wichtig der eben ist. Das macht jetzt halt durchaus Sinn, den so zu setzen oder die so zu setzen. Und das wäre vorher nicht legitim gewesen, einfach aus dem Grund, weil er hier hätte noch ein neues Hoch daneben können. So, passt das besser jetzt? Haben wir jetzt auch das tiefere Tief, das legitimiert jetzt hier die Flagge zu zeichnen. Und das härtet eigentlich auch nochmal genau diese Aussage. Ne? Wir haben unten die 15.115 bis 15.100, das ist jetzt erstmal eine Supportzone zum Donnerstag. Die kann angespielt werden, da sollte man auch aufpassen. Also es ist ein bullisches Muster, was wir da oben jetzt sehen, auch wenn es mit einem roten Kanal eingezeichnet ist. Es ist eine Flagge, ist ein Trendfortsetzungsmuster. Und wenn der DAX hier unten im Bereich um 15.115 bis 15.100 genug Druck drauf kriegt, kann er durchaus von hier direkt wieder an die obere Kante ranrennen. Die liegt dann bei 2,80, 2,85 etwa und dann zuckt er von dort kurz nach oben und dann springt er oben raus. Und dann macht er aber auch direkt die 15.500 voll. Ja, das macht er dann relativ zügig. Also in der Regel zumindest. Das klappt eigentlich ganz zuversichtlich. Zuverlässig im DAX, nicht zuversichtlich. So, das wäre hier in dem Moment zu besprechen. Das heißt, ich würde den hier jetzt nicht reinzeichnen wollen. Ich möchte es aber mit euch kurz durchgesprochen haben. Und das haben wir jetzt. Ja, dass er hier durchaus in dem Bereich gutes Reaktionspotenzial nach oben hat. Ich bleibe aber dabei. Die Leute sind reif. Also das, ich habe jetzt, was ich wollte. Ne? Die ganzen Tag habe ich immer gesagt, die Leute hier und so viele offene Shorts und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass da jetzt sich ein bisschen was gedreht hat. Auch so in der Wahrnehmung von den Leuten. Und von daher kann ich, es wird einfach gut reinpassen. Ne? Ich habe die letzten Videos das genug ausgedreht, braucht da nicht zu viel erzählen. Wie gesagt, guckt mal hier ein bisschen auf diese Zone da, das ist so eine schöne Knautschzone, in die er reinflattern kann. Macht er auch ganz gerne dann manchmal, aber eben erst die 15,15. Ne? Die nicht unterschätzen, da nicht zu auf die leichte Schulter nehmen, das ist auch ein Channel, das ist auch sowas, was der DAX gerne macht halt, ne? Mit Flaggen, da spielt er gerne, das macht er ganz gerne halt, ne? Und
Ja, Punkt. Punkt aus. Punkt aus Gelände. 15.1, 15, 15.100 für mich die wichtigste Marke. Unterhalb von 15.180 ist der DAX für mich ein Short-Kandidat. Eben bis erstmal in die Zone rein, bis in die und sollte hier unten durchrennen, dann eben auch weiter bis in dieses, bis in die Kiste hier rein. Ist ja wie ein kleines steigendes Dreieck eigentlich schon fast. Na, bis da rein. Das wären so meine beiden Ziele. Auf der Unterseite sollte er hier unten harte grüne Kerzen nach oben schlagen. Hat er erstmal Rücklaufpotenzial bis 15.180. 15.235 im Maximum. Über 15.235 will ich nicht sehen zum Donnerstag, sonst geht er oben an die Channelkante ran. Ja, also über 15.235 hat er jetzt nicht, 15.240 vielleicht noch im weitesten, hat er jetzt nicht mehr viel zu suchen. Wenn er da drüber geht, dann nimmt es sich unten einfach zu viel Kraft raus, zu viel Fahrt raus und das würde sofort wieder Chance für die Bullen eröffnen, definitiv. So, und dann haben die hier einen Go an die 2,90 dran, 2,85. Und wenn die da durchkommen, geht es dann, wenn es direkt kommt, geht es dann direkt wahrscheinlich erstmal an die 3,50, dann ein bisschen zur Seite. Oder wenn es per Umweg kommt, über hier, über die 115 oben raus, dann hat er wirklich, dann kann er richtig Scheiße bauen halt. Ne? Also dann kann er gut ein paar Meter schrubben. Das ist dann einfach so. Ne? Aber Fokus wäre für mich jetzt tatsächlich erstmal auf der Unterseite. In dem Moment wurde DAX unter 15.180. Ne? Kriterium, Ausschlusskriterium wäre für mich so ein bisschen oberhalb die 2,35 darüber. Es würde einfach nicht passen halt. Ne? Also wenn er jetzt hier ins Bärische reintreten will, in die negativen Szenarien, dann hat er da oben nichts mehr zu suchen. Dann hat er auch hier drüber nichts mehr zu suchen. Das heißt also, hier würde ich dann auch Short-Positionierung gegebenenfalls zurückstellen, zurückfahren. Und mich gegebenenfalls an erstmal wieder für Aufwärtsrouten widmen. Und wenn er dann plus hier einen Fehlausbruch macht und er dreht trotzdem wieder runter, dann würde ich mir die vielleicht sogar einfach auch nochmal wieder reinziehen, ne, als Short-Position. Ja, Punkt. Punkt. Aber in dem Moment, wo er oben rausgeht, wäre das für mich zu wahrscheinlich einfach aus der technischen Betrachtung, dass er dann hier den Bogen rausmacht. Von daher haben wir eigentlich einen schönen, schön eingrenzbaren Bereich. Klare Marken, die wir für uns nutzen können. Ja, jetzt muss man bloß halt sich hinstellen und die Augen aufmachen halt. Ne? Mitdenken, Augen aufmachen, gucken, ist er unter 1,80? Ja, ist er unter 15,1,80? Ist er wirklich unter 15,1,80? Dann habe ich den Short-Vorteil, dann kann ich den nutzen. Dann gucke ich mir die 15,1,15 an. Was macht er dort? Ne? Gucke ich, bricht er durch, macht das nicht, dreht er sich hart nach oben, stellt er dort fette grüne Kerzen rein. Kommt dort fette grüne Kerzen rein, würde ich Short gegebenenfalls erstmal teilverkaufen oder ausdünnen. Einstands vielleicht sogar sichern, es kommt ein bisschen drauf an, wo man steht, weil natürlich Rücklaufgebiet Nummer 1 ist der Bereich hier, ne? So knapp über der 15.170, so in die 15.190, das ist super Rücklaufbereich von unten und wenn er sich aus sowas heraus dann nochmal abstößt und hier nach unten durch, dann könnte man sogar hier nochmal dann auch Short in Erwägung ziehen mit Stop-Loss drüber, also da bieten sich genügend Möglichkeiten an halt, ne? Man muss bloß dann auch ehrlich zu sich selber sein, immer wieder reflektieren über den Tag, am besten kleine Zettel an den Bildschirm machen, was will ich machen, wo will ich wie reagieren. Weil man sieht es viel zu oft, auch bei Leuten, die schon jahrelang traden, die sagen einem jetzt, sie wollen bei 15.1.15 long gehen und dann fällt der Markt tatsächlich früh und dann denken die, oh Gott, jetzt fällt der Markt, oh Gott, nee, jetzt kann ich ja nicht bei 15.1.15 long gehen, weil der Markt fällt ja jetzt lege ich meine Order weiter weg, nach unten. Was ja eigentlich absoluter Quatsch ist, weil in dem Moment, wo ich jetzt hier mir sage, dass er bei 15.150 nicht long will, wie soll der Markt da hinkommen, ohne zu fallen? Also ist es doch die falsche Reaktion, zu sagen, okay, der Markt fällt jetzt will ich den Trade nicht mehr. Ne, weil er muss ja, damit der Trade, den ich mir vorher überlegt habe, muss er ja fallen. Ne? Und das muss man einfach so ein bisschen vorplanen im Kopf, sich ein bisschen bewusst machen, wie wird er an dem Bereich aussehen, eine Erwartungshaltung formen, was will ich da haben vom Markt, um vielleicht auch eine Long-Position einzugehen, zum Beispiel eine grüne Stundenkerze abwarten oder irgendwie einfach, dass man sieht, dass Stärke reinkommt und wenn ich mich mit so einem Plan einfach hinstelle und mir den an den Zettel mache, dann fällt es einem auch leichter, das einzuhalten, ne? Und das kann ich jetzt hier in dem Sinne einfach mitgeben und mache ich tatsächlich auch selber so halt. Ne? Ich schreibe mir auch immer mal kleine Zettel mit so Sachen, damit ich die nicht vergesse oder damit ich mich auch einfach dran halte, ne? Weil das geht ja auch mir so, dass ich weiß das auch vorher, in dem Moment, wo er dann in eine bestimmte Situation, dann sehe ich das selber auch anders. Es ist einfach so, das ist aber bei jedem so und deswegen hilft das, wenn man vorher sich klar sagt, wenn das und das kommt, dann machst du das. Ne? Ich arbeite ganz gerne hier über Alarm oder so, wo ich mir dann auch selber nochmal eine Notiz gebe oder mit einem Zettel, ne? So dass ich dann einfach sage, hey Martin, wenn das jetzt eintrifft, was du haben willst, dann mach auch, dann mach das, ne? Dann leg die Position rein,
dir eben zu einem früheren Zeitpunkt vorgestellt hast. Weil das, was man vorher sieht, ist immer das Beste. Im Moment selbst ist man der Schisser schlechthin. Man ist Angsthase ohne Ende oder zu gierig oder man ist dann irgendwo emotional getrieben. In dem Moment, wo man aber jetzt guckt, was könnte hier bei 57 zum Beispiel passieren. Ja, es ist auch so eine geile Marke, wo ich sage, oh, da hätte ich Bock drauf. So, ne? wenn der das dann hier bricht, den Bereich, und er macht hier die 57 rein, oh, das wird lecker. Ja, aber das muss ich mir jetzt bewusst machen, weil wenn dann hier richtig fette, lange, roten Kerzen drinstehen, dann ist das, kostet das Überwindung, dann dort Long-Position zu suchen. Wenn der einen ganzen Tag nur gefallen ist und der fällt auf 57 und du willst da plötzlich Long halt. Ne? Aber das sind die Trades, die am besten klappen dann. Wenn man sich's früh genug zurechtlegt. Nicht, wenn man spontan als Eingebung und dann an dem jeweiligen Tag aus der Schublade rausholt. Ne? Von daher immer schön Plan machen, Erwartungshaltung setzen und so weiter. Gut, technisch haben wir durchgesprochen. Also DAX oben einen kleinen Fehlausbruch gemacht über der 270, dann unten neues Tief reingesetzt, von daher Vorlage unten, muss aber jetzt auch unter 15.180 bedienen, dann die 15.115 bis 15.100. Guckt euch die genau an, es wäre auch eine typische Kontermarke nach oben. Alles, was tiefer geht, bekommt Platz bis in diese Zone, mehr sollte zum Donnerstag erstmal noch nicht Thema werden. So, und von daher, jo, genau. Donnerstag wollten wir unseren Ausbruch haben, hat zum Mittwoch jetzt vorbereitet, passt wie die Faust aufs Auge eigentlich, passt auch wunderbar zu dem, was wir gestern alles erzählt haben. Haben nicht viel erzählt, aber die 6 Minuten, die wir gefüllt haben, hat er richtig schön gemacht. Also hat so viel gezeigt von dem, was wir sehen wollten, da muss man auch mal loben. Da muss man ihn auch mal loben. Es schimpfen immer so viel über den DAX, aber ich denke, wir müssen ihn auch mal loben. Ja, und von daher gucken wir mal, ob der Kerl hier sich mal aufgerichtet kriegt, mal ein bisschen machen kann, damit die Bullen ein bisschen Angst kriegen und wegrennen und dann schmeckt das doch auch und dann macht das auch Spaß allen hier. Und von daher holt euch schön eure Punkte zum Donnerstag. Achtet mir, wie gesagt, wenn da die harten grünen Kerzen reinkommen, passt ein bisschen auf. Es ist ein bullisches Muster. Kommt dann nach einem stärkeren Abverkauf, harte grüne Kerzen, muss man immer aufpassen, gerade Donnerstage. Ne? Ich weiß nicht, war das ein Donnerstag? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das war auch ein Donnerstag. Das war auch ein Donnerstag. Runter, hier, kleinen Ausbruch gemacht, kleines Zwischenziel erreicht und dann kamen die harten grünen Kerzen und dann ging der komplett durch. Ich meine, das war ein Donnerstag, 25. März. Also vom Bewegungsverhalten, das passt zumindest perfekt. Wir gucken kurz, ja. Genau, das war auch Donnerstag, genau das Gleiche. Auch vorher Flagge gewesen, ja, dann hier unten rausgerissen. Und deswegen passt mir da auf, wenn der harte grüne Konter reinkommt. Aber nicht jetzt in das fallende Messer reinwuchten, weil ihr sagt, er macht das Gleiche wie hier vor 2 Wochen. Ne? Muss halt auch wirklich stärker zeigen. Weil Donnerstage, die können auch lang rennen. Und wenn jetzt hier das Sentiment voll überrumpelt wurde, also die können auch lang rennen. Ne? Wenn dann da nichts Fettes Grünes reinkommt, Dann lass den machen. Lass den auch mal auf der anderen Seite spielen. Hat lang genug nach oben gespielt. Aber trotzdem, man muss unter 1,80, das ist Bedingung. Wenn er über 2,35 notiert, können wir eigentlich erstmal einen Haken wieder dran machen und können sagen, gut, Freund, dann mach dein Ding, lass mich in Ruhe. du kannst mich mal. Aber in dem Moment, wenn er dann wieder unter 1,80 zurückkickt, sofort wieder Szenario ausbuddeln, Zettel am Bildschirm und so weiter und so fort. Ne? Bloß bitte nicht einfach blind im Markt rumfuchteln auf eine Analyse, die eben ganz konkret auf eine bestimmte Bedingung geknüpft ist, und das ist einfach, dass wir unter 15.180 raustreten. Ja, nicht, dass man dann sagt, okay, jetzt, der steht jetzt bei 2.70, ja, der Martin hat gesagt, der muss hier unten raus und jetzt gehe ich hier short. Dann ist die Analyse ganz klar falsch verstanden. Dann bitte einfach nochmal anhören. Ja, das ist zwingende Voraussetzung, dass wir hier jetzt unten dieses Stück noch abarbeiten. Und dann hier am besten nicht grün großartig stark aufdrehen, auch nicht über 1,80 zurück. So an 1,80 zurück, 1,90 zurück, das wäre okay. Über 200 von hier kommt, das ist schon viel zu viel dann. Na, das wird nichts. Ja, er muss eigentlich hier flach, toten Mann muss er spielen, am Boden liegen bleiben und dann fällt er auch hier unten raus. Ja. Gut, Freunde. Das soll es damit gewesen sein. Ich wünsche euch Spaß, viel Erfolg, holt euch eure Punkte und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschö.